Hallo und willkommen zurück. Arthas ist mittlerweile in Northrend angekommen, per Schiff. Und jetzt gilt es, sich einen Weg zum Icecrown Glacier durchzuschlagen. Northrend. It feels like a lifetime since I was last here. Weil dort ist der Lich King. Something out there is threatening the Lich King. We must reach Icecrown quickly. My king, we'll need to establish a base here first. But this island is nearly devoid of resources. What the? They look like high elves. What are they doing here? Prince Arthas, we are the Blood Elves. We have sworn to avenge the ghost of Quel'Thalas. This dead land will be cleansed. Northrend belongs to the Scourge, Elf. You made a terrible mistake by coming here. Slay them! Onward for the Scourge. Slay them in Ner'zhul's name. Who though? Thanks for the assistance, Mighty One. The Lich King sent me to aid you, Death Knight. I am Nubarak, ancient king of Azor Narub. I welcome your aid, Nubarak, but we have little time for pleasantries. We must reach Icecrown immediately. Time is fleeting. No one orders me around. Ja, die they must have Hochelfen. Die Hochelfen, die Arthas hier bemängelt hat, sind natürlich keine Hochelfen, sondern wir wissen ja schon, wer das genau ist. Also das ist Kael'thas mit seinen tollen Dragonhawk Riders und seinen anderen Einheiten. Hier stehen wir jetzt vor einem Problem. Auf einer kleinen Vorinsel, statt abgelegt worden zu sein. Wir müssen es zuerst einmal durchkämpfen. In Richtung Festland. Gott sei Dank haben wir ein richtig tolles Schlachtschiff mit. Insofern gibt es in Warcraft Verschlossen schon Seeschlachten. Wie wir sehen werden, ist das allerdings wirklich nur minimal. Also das ist wahrscheinlich die einzige Mission, in der es wirklich, also in der wirklich Seeschlachten vorkommen, nicht so wie in Warcraft 2, wo man ja ganze Missionen, also ganze Missionsteile darauf aufgebaut hat, also mehrere Missionsteile sogar, wo man ja auch eigene Ressourcen aus dem Meer fördern musste, eben das Öl damals. Das gibt es leider in Warcraft 3 jetzt nicht mehr. Und wie wir sehen, der dicke Kreuzer, den wir da haben, der haut schon mächtig rein. Vor allem die Türme sind gegen ihn nicht so gut gewappnet. Da werden wir zuerst einmal die paar Türme, die da an der Küste stehen, wegräumen. Und dann kurz eine Landung probieren. Hier können wir eh schon unsere Einheiten etwas ausladen. Lustig, dass die kleinen Einheiten hier gar nichts machen können. Ja, und der Turm ist auch gleich weg. Das war's vorerst einmal mit unseren Schiffen. Später dazu noch deutlich mehr. Jetzt laden wir mal unsere Einheiten aus. Schauen uns an, was hier genau abläuft. Wir haben, wie wir gerade sehen, natürlich einen neuen Hero auch. Das ist Anubarak, den man aus WoW sicher auch noch kennt. Als einen der Bosse in Lich King. Also ich glaube, er ist im alten King, im alten Königreich der Boss. Oder in Azor Narub, irgendwo dort in den Dungeons unten ist er auf jeden Fall Boss. Und er ist halt so ein Skarabeus, ein riesen Skarabeus ähnlicher Typ. Mit der Fähigkeit, sich Stacheln wachsen zu lassen. Also er hat einen eigenen Skill, der ihm auf ihn 3 Stufen Stacheln wachsen lässt, die halt dann Nahkampfangreifer
schädigen, wenn sie auf ihn draufhauen. Ist ja nicht so toll, direkt in die Stacheln reinzuhauen. Als nächsten Skill hätte er noch das Beschwören von so kleinen Skarabee-Käfern. Dazu braucht er aber allerdings Leichen. Wir werden bald sehen, Leichen werden bei uns schon extrem rar werden. Weil wir entweder die Leichen dafür brauchen, um unsere Ghule oder Fleischberge zu heilen, indem sie dort fressen können. Oder die Necromancer sie brauchen, um neue Skelette zu erschaffen. Und jetzt braucht es eigentlich ein Nubarak auch, um seine Käferchen zu beschwören. Also langsam wird es dann eng mit den Leichen. So, hier haben wir unsere erste Basis oder die erste Goldmine frei gekämpft. Dann geht's weiter mit einer Story-Sequenz. These elves are pathetic. It's no wonder we destroyed their homeland so easily. Pity I wasn't there to stop you. It's been a long time, Arthas. Prince Kael'thas, I haven't seen you since. You lead these elves? This group, at least. What you faced here was merely a scouting force. Defeating Lord Illidan's army will be far more difficult. Illidan? He's behind this invasion? He is. Our forces are vast, Arthas. Even now they march upon the Ice Crown Glacier. You'll never make it in time to save your precious Lich King. Consider this payment for Quel'Thalas. Another insult. Make haste! My enemies draw near. Our time is almost spent. Are you well, Death Knight? My powers are weakening, but I'll be all right. He's right. We'll never reach the glacier in time. There is another route we might take, Death Knight. The ancient shattered kingdom of Azur Larub lies deep below us. Though it has fallen on dark times, it could provide us a direct shortcut to the glacier. We have little choice. Lead on, Anubarak. Also werden wir hier in den Untergrund gehen, damit wir etwas schneller zum Gletscher kommen. Hier gibt es noch einige versteckte Items. Und nachdem wir jetzt wieder quasi Fadenbasisaufbau vor uns haben, werden wir wieder vorspulen. Die Basis, die wir bauen, ist ziemlich Standard. Also wir bauen im Norden 3 Türme, im Westen 3 Türme. Und auch im Südwesten werden wir noch 3 Türme eher später dann noch hinstellen. Hat vor allem den Grund, weil wir aus den 3 Richtungen die Hauptangriffe erwarten. Und wir uns die Türme wirklich brauchen, um uns überhaupt zu verteidigen, weil unsere Einheiten sehr selten in der Basis sein werden. Und wir trotzdem die Basis über längere Zeit nicht verlieren dürfen. Wir werden mit den Schiffen etwas erforschen, Karte aufdecken, allerdings lassen wir das jetzt so mal wie es ist. Auf Einheiten werden wir uns hauptsächlich auf die Fleischberge, also unsere Abomination, stützen. Mit etwas Hilfe von Necromancern wird das schon klappen, ungefähr. Und natürlich bauen wir auch 2 Statuen wieder, eine um unsere Einheiten Mana wiederherzustellen und eine um unsere Einheiten wieder Leben herzustellen. Wir brauchen wirklich nur 2, also es reichen in so gut wie allen Missionen, auch in der letzten dann, werden wir glaube ich nur 2 bauen. Und hier sehen wir schon einen ersten Angriff vom Südwesten. Da bauen wir jetzt auch noch Türme hin. Ghule erforschen wir so gut wie keine, außer die wir zum Holzhacken brauchen. Die sind einfach wirklich zu schwach jetzt schon. Das heißt, wir stützen uns hauptsächlich wirklich auf unsere Abominations und die Necromancer. Wir bauen auch einige Cryptfins noch dazu, um fliegende Einheiten runterzuholen. Ja, nachdem es jetzt wieder etwas Action gibt,
mit der Normalgeschwindigkeit. Wir haben hier, nachdem wir den Hafen hier aufgedeckt haben, fällt so eine Gletscherwand ein und wir können mit unseren Einheiten, die unten sind, etwas nach oben gehen. Und unsere jetzt zwei Flotten wieder vereinen. Man kann Schiffe auch übrigens reparieren, ganz einfach, indem man sie an die Küste schickt und von Arbeiten dann reparieren lässt. Hier sind wir schon wieder, gegnerische Schiffe. Das Ganze ist hier gar nicht so wenig verteidigt. Und ob wir einen Seeweg freikämpfen können, sehen wir im nächsten Video.